Moin Leute, ich bin Sammy und herzlich willkommen zu einer Folge Old But Gold. Kann man das heute noch spielen? Heute mit Codename Panzers Phase 1 oder Phase 1. Ja Leute, 1100 Abonnenten auf meinem Kanal. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich komme bald nicht hinterher mit den ganzen Videos, die ich da für die einzelnen Meilensteine produzieren soll. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich weiß, es ist unglaublich, wie schnell das vor allen Dingen auch in letzter Zeit ging. Ich bin echt begeistert. Aber das sagt mir auch, dass ich irgendwas richtig mache. Ich habe zwar noch nicht so ganz herausgefunden, was, aber trotzdem. Vielen, vielen Dank, Leute. Okay, ja. Und durch den nächsten Abonnentenmeilenstein, wie gesagt, Codename Panzers Phase 1 als nächster Titel für Old But Gold, kann man das heute noch spielen. Panzers Phase 1 ist ein Echtzeitstrategiespiel, welches im Jahr 2004 erschien. Also hat dieses Spiel, ja, gut und gerne 18 Jahre auf dem Buckel. Moment, nicht, dass ich mich jetzt verrechnet habe. Ja, doch, passt. Und ja, Panzers Phase 1 war ein wirklich hervorragendes Spiel, welches, wenn man sich die Grafik hier anguckt, auch ziemlich gut gealtert ist. Und ja, das Spiel war damals sehr, sehr bekannt dafür, für eine unglaublich gut erzählte Story, für eine tolle Einheitenvielfalt mit einem schönen Schere-Stein-Papier-Prinzip und natürlich auch wegen der Grafik. Und ja, wie ich schon sagte, man sieht es hier schon an den vorbeifahrenden Gerätschaften. Die Grafik ist auch heute nicht wirklich schlecht. Das Spiel ist wirklich gut gealtert. Zumindest macht es der Ersteindruck. Und ja, ich freue mich wirklich sehr darauf, dieses Spiel nochmal mit euch gemeinsam spielen zu dürfen. Kann man das Spiel heute noch so ohne weiteres kaufen? Da kann ich schon mal eine kurze Antwort geben. Ja, kann man. Und genau heute, ich weiß natürlich nicht, wie lange das ist, falls ihr das Video jetzt ein paar Wochen oder vielleicht sogar Monate, nachdem es herausgekommen ist, schaut, ist das möglicherweise nicht mehr der Fall. Momentan kann man das Spiel für 4 Euro und ein paar zerquetschte auf Steam schießen. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, denn dieses Spiel ist ein, ja, fast schon ein Muss, wenn man Echtzeitstrategiespiele mag und dann auch noch im Setting des Zweiten Weltkriegs und dann vielleicht auch noch auf schöne Geschichten steht oder gut erzählte Geschichten, dann ist das hier auf jeden Fall mal einen Blick wert, Leute. Es gibt, wenn man das Spiel das erste Mal startet, überhaupt gar keine Probleme. Man kann sich das Intro angucken, welches relativ, ich sag mal, uninteressant ist. Deswegen habe ich es jetzt auch erstmal weggelassen. Aber sobald ihr das Spiel dann geschlossen habt und es nochmal starten wollt, gibt es ein Problem. Dann ist da irgendeine Datei, die hat da einen Fehler, kann nicht mehr richtig ausgeführt werden. Ich habe dafür aber eine Lösung gefunden in einem Forum. Und wenn ihr dieses Problem auch habt, verlinke ich euch den Link zu dem Forum unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr ja das direkt auf der ersten Seite die Lösung finden. Und ja, wie gesagt, mir hat das geholfen. Ich hoffe, euch wird es auch helfen, wenn ihr euch dazu entscheidet, Codename Panzers zu spielen. Gut, was gibt es noch zu sagen? Es gibt noch einen zweiten Teil von Codename Panzers, der heißt dann einfacherweise Phase 2 und der spielt dann in Afrika, auch ein wirklich hervorragendes Spiel gewesen, kann man auch nur empfehlen. Und dann gab es noch im Jahr 2009 oder 2010 kam es heraus, Codename Panzers Cold War. Ja, das ist eher so als, ja, man muss sagen, das Begräbnis dieser Reihe in die Geschichte eingegangen. Es war wahrscheinlich kein schlechtes Spiel, aber es hat auch nicht wirklich irgendwie was Besonderes gemacht. Ja, deswegen waren die Verkaufszahlen auch nicht besonders gut. Und ja, der Publisher CDV Entertainment, eine deutsche Firma, ist dann tatsächlich auch im Jahr 2010, ich glaube im April 2010, insolvent gegangen. Und ja, die Firma gibt es nach meinem Wissen heute gar nicht mehr. Aber den Entwickler oder die Entwickler, die gibt es noch, nämlich THQ Nordic Games, sehen wir hier unten rechts, und Storm Region, wobei ich nicht weiß, ob die heutzutage noch irgendwas machen oder vielleicht mittlerweile anders heißen oder wie auch immer. Aber Nordic Games, besser gesagt THQ Nordic Games, das kennen wir heute so in diesem Namen, die gibt es noch. Und die sind heute eigentlich, ja, auch als Entwickler tätig, aber vielmehr eigentlich als Publisher. Die sind nach, nicht unbedingt wegen Codename Panzers, aber die sind irgendwann groß rausgekommen und haben uns mit wirklich schönen Spielen versorgt. Okay, das nochmal dazu. Dann würde ich sagen, starten wir einfach mal ein neues Spiel und ja, werden uns mal die erste oder vielleicht die ersten zwei Missionen angucken. Wir werden, ja, wir
starten wir in die erste Kampagne, die deutsche Kampagne, und spielen Hans von Gröbel. Das ist hier der Hauptcharakter. Und naja, ich möchte euch das Spiel eigentlich zeigen und mich jetzt nicht hier irgendwie beweisen. Deswegen werden wir jetzt nicht auf schwer spielen. Aber ich denke normal, das wird schon machbar sein. Und da haben wir schon direkt einen Tagebucheintrag, der auch vorgelesen wird. Aber der ist sehr, sehr leise, weil ich die Spiellautstärke sehr leise stellen musste, weil das ansonsten extrem laut gewesen wäre. Deswegen lese ich euch das jetzt einfach mal vor. Und zwar sind wir hier am 29. August 1939, also ganz kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, beziehungsweise noch genauer vor der deutschen Invasion in Polen. Dieser großschnäuzige Unterfeldwebel Staub scheint nie zu schlafen. Hat die ganze Nacht mit den Monterern diskutiert und mich mit seinen... Wir haben aber seitdem noch keinen Marschbefehl erhalten. Mein Gott, Leute, ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Ich tue mich da gerade echt schwer. Und mich mit seinem lautem Gelächter im Morgengrauen aus dem Schlaf gerissen. Mit den ruhigen Nächten scheint es also endgültig vorbei zu sein. Seltsame Nachrichten kursieren im Bataillon. Genau wie mich hat man auch andere Offiziere schnellstens zu ihrer Einheit zurückbeordert. Ich selbst bin erst vor 2 Tagen aus Italien zurückgekehrt. Auf meiner Frage hin, warum ich einen Urlaub abbrechen musste, hat man mir geantwortet, dass wir an einem äußerst wichtigen Panzermanöver an der polnischen Grenze teilnehmen werden. Wir haben aber seitdem noch keinen Marschbefehl erhalten. Ich habe das Gefühl, der Krieg könnte jeden Tag beginnen. Ich habe soeben den Marschbefehl erhalten, wir greifen Polen an. Okay, ich konnte es also doch noch lesen. aber Wahnsinn. Das ist ja schon faszinierend, dass man das gar nicht mehr lesen kann. Daran konnte ich mich nicht erinnern. Ah, okay, machen wir mal weiter. Schauen, was noch kommt. Okay, es scheint hier um einen Flugplatz zu gehen. Lesen wir uns den Einsatzbefehl auch mal vor. Jetzt sind wir am 1. September 1939. Laut Berichten der Wehrmachtsführung haben feindliche Truppen die Grenze im Osten verletzt und deutsches Gebiet angegriffen. Um dieser Aggression zu begegnen, werden wir einen Gegenangriff starten. Leutnant Hans von Gröbel, Sie werden mit Ihren Männern die Speerspitze des deutschen Gegenschlags bilden. Wir sind uns sicher, dass Sie die schweren Aufgaben, die Sie in den nächsten Wochen erwarten, zu unserer vollsten Zufriedenheit ausführen werden. Durchbrechen Sie die Verteidigungslinie an der östlichen Grenze im 1. September 1939 um 5 Uhr morgens und rücken Sie auf den dortigen Flugplatz vor. Setzen Sie alle nötigen Mittel ein, um einen schnellen Vormarsch zu garantieren. Wenn möglich, zerstören Sie alle Flugzeuge noch am Boden, bevor diese abheben und zu einer Gefahr für unsere Piloten werden. 29. August 1939, Wehrmacht Oberkommando. Primärziel: Besetzen Sie den feindlichen Flughafen. Optionales Ziel: Verhindern Sie den Start der Flugzeuge. Okay. Ah, da sehen wir polnische Soldaten auf dem Flugfeld. Okay, war doch sehr leise. Ich glaube, ich muss die Stimmen gleich nochmal lauter machen. Die Piloten haben eigentlich nur gesagt, ja, wir haben so ein schönes Ziel vor uns, aber leider müssen wir weiterfliegen und eine Brücke zerstören. Aber wir wissen, dass Hans von Gröbel unterwegs ist, um den hier einzuheizen. Ein Panzer 2, ein Panzer 1. Jawohl, wir befinden uns bereits in der Nähe des Flughafens. Zu Befehl. Los geht's, Männer! Okay, wir haben hier eine kleine Einheit. So, und wie gesagt, das Erste, was ich jetzt mal mache, ist die Stimmen etwas lauter. Sagen wir mal so. Wie lautet die Aufgabe, Kommandant? Das ist vielleicht ein bisschen laut. So. Ja, Befehl? Okay, das könnte funktionieren. Okay, Leute, super. Dann schauen wir mal. Hier hinten ist unser Ziel, der Flughafen, und wir sollen schnell dorthin.
Wir haben hier einige Zwischenstopps, die wir einlegen können. Was haben wir denn hier? Wir haben Zu Befehl. Gewehrschützengruppe, Was denn? eine Gruppe MG-Schützen. Ich bin bereit. Wie lautet die Aufgabe, Kommandant? Okay, zwei Schützen, zwei MG-Schützengruppen, eine Panzerbüchsengruppe, Und nun? Bitte? zwei Krupp-LKWs. Ja, und Panzer 1 und ein Panzer 2. Und das Wie geht's weiter? Sperrfahrzeug. Ja, Los! fahren wir einfach mal voran. Schau mal, was kommt. Was steht denn hier auf dem Schild? Können wir das lesen? Wir werden angegriffen! Nee, aber. Worauf warten wir? Die Fahrt kann losgehen. Und nun? Okay, ich mache noch mal. Das ist schwer einzuschätzen. Die Effektlautstärke mache ich auch noch mal ein bisschen lauter. Ich hoffe, es wird nicht zu laut. Fahrzeug meldet sich. Sicher? Also, los geht's! Ja? Okay, aber das scheint zu funktionieren. Okay, gut. Daten wir. Das waren aber keine polnischen Einheiten. Die Flagge war. Das war doch rot-weiß. Blau-weiß, oder? Vielleicht ein kleiner Ja? Grafikfehler. Los jetzt! Na Ja, gut. bitte? Ich warte auf Anweisungen. Dann Ja? schauen wir mal. Ich bin bereit. Wir werden hier. Oh, rot vorne, die Panzerung ist schon stark angegriffen. Ist nicht gut. Ja, wo gehen wir jetzt lang, Leute? Ist jetzt die Frage, ne? Wir haben jetzt mehrere Wege. Gerade einfach durch geht nicht. Ich würde sagen, dann nehmen wir mal den Weg links. Ein neuer Befehl ist fällig. Da haben wir weitere Okay. polnische Truppen. Vorwärts, Kameraden! Okay, Befehl. Die Fahrt kann losgehen. Vorwärts geht's. Los jetzt! Hier, Herr Kommandant. Der Oh, Tod da haben wir soll euch Mörsertruppen. holen! Und Schuss! Okay. Wir werden angegriffen! Sturm! Na, nicht, dass sie uns hier in eine Falle locken. Die Fahrt Wir kann bleiben mal lieber losgehen! hier stehen. Vernichten! Ja, Leute, nicht Los, hinterherfahren. Bewegung! Die Fahrt kann losgehen! Jetzt stehen sie da im Wasser. Wir haben ja aber keine Gegenwehr, ne? Das ist auch interessant. Na gut, Also, jetzt haben sie los doch geht's! besiegt. Bin ganz schön weit Wie lautet die vorgerückt hier. Aufgabe, Kommandant? So, ziehen wir die anderen Einheiten mal nach. Ich meine, wir haben ja Ja? nicht so viel. Los, Bewegung! Ich bin bereit. Und los! Wer braucht meine Hilfe? Die Sanitäter, Ich die helfe bleiben dir! mal den Wie Gewehrschützen. lautet der Befehl? Ich bin mir nicht Ja? sicher. Die Können wir Fahrt mit kann denen hier noch losgehen. irgendwas machen? Ich warte auf Anweisungen. Also, los geht's! Füllen wir die einfach mal Meine mit. Wer Männer weiß, sind wofür es gut ist. ausgezeichnete Soldaten. Ja, bitte? Und los! Fahrzeug meldet sich. Wie lautet die Aufgabe, Kommandant? Vorwärts geht's! Ja? Vorwärts, Kameraden! Okay, dann Wie geht's weiter? setzen wir ihn weiter Los! ein zum Los Spähen. geht's! Mal sehen. Los geht's! Da ist nichts zu sehen. Und los! Nee. Okay, können wir weiter Wie lautet vorrücken? die Aufgabe, Kommandant? Und nun? Los! Ja, bitte? Die Gewehrschützen. Vorwärts, Ja, die bleiben Kameraden! jetzt Was einfach ist mal passiert? bei den Panzern. Haltet noch einen Moment durch! Wie lautet der Befehl? Die bleiben bei Los! ihm. Zu Befehl! Die Vorwärts! MG-Schützen hatten Also, wir auch, los aber ein bisschen weiter geht's! dahinter. Okay! Meine Männer sind ausgezeichnete Soldaten. Okay, da ist nichts zu sehen. Los geht's! Machen wir uns auf den Weg! Gott. Unter Beschuss! Oh, die werfen Motor an! Granaten. Und los! Feuer! Feuer! Machen Aber wir uns auf den Weg! Man die schießt auf uns! kriegen wir. Los, Bewegung! Ziehen wir die Panzer nach. Befehl?
Los! Wer ist verletzt? Also, los geht's! Okay. Vorwärts, Kameraden! Vorwärts geht's! Unter Beschuss! Los, weiter! Holen wir sie uns! Angriff! Okay, die haben wir auch hier oben, sind noch mal welche. Zu Befehl! Los, Bewegung! Jetzt können wir auch mal die Infanterie einsetzen. Wie lautet der Befehl? Los! Hier, Herr Kommandant! Hier rückt auch noch weiter Befehl. Vor. Oh, da schießen sie schon. Hier, Herr Kommandant! Unter Beschuss! Feuer! Und los! Ja, die haben wir. Vorwärts! Das ist bisher nur extrem leichte Gegenwehr. So, wir können jetzt nach links abbiegen. Hier sehen wir schon Sandsäcke. Das scheinen Stellungen zu sein. Hier haben wir aber auch welche. Also macht das eigentlich keinen Unterschied. Und hier müssen wir durch so ein kleines Gehöft durch. Da werden bestimmt Truppen stationiert sein. Ich würde sagen, dann brechen wir lieber hier durch. Können direkt auf die Startbahn zurollen. Und uns die Flieger schnappen. Das macht wahrscheinlich mehr Sinn. Das ist ja immerhin unser optionales Ziel. So, und los. Dann geht die Infanterie mal durch den Wald und späht schon mal. Und los! Also, los geht's! Da vorn ist irgendwas. Die haben mich getroffen. Oh Gott, ich wurde getroffen! Da ist Artillerie. Okay, da sollten wir nicht mit der Infanterie weiter. Worauf warten wir? Dann nutzen wir den Spähwagen mal noch und gucken. Auf dem Hügel ist hier und was. Los! Die Fahrt kann losgehen. Los geht's! Und los! Los geht's! Nee, hier ist Ruhe. Okay. Befehl? Dann die Panzer hinterher. Also, los geht's! Hier, Herr Kommandant. Und die restliche Infanterie vorwärts. Auch. So, ja, bitte? Hier sind ja auch noch die Panzerbüchsenschützen. Los jetzt! Und die beiden Grupp-LKWs. Vorwärts in Richtung Zielpunkt. So, und dann können wir mal ein Aufklärungsflugzeug losschicken. Das schicken wir mal dorthin. Weil wir haben ja noch ein paar Jagdbomber. Möglicherweise können wir die nutzen, um die Haubitze, die hier hinten ist, zu zerstören. Feind in Sicht! In Deckung! Ah, hier haben wir schon welche umgangen. Ja, da ist sie. Oh, der Bomber kam jetzt aber richtig schnell. Okay. Damit haben wir das schon. Bitte? Bewegung! Dann rückt er weiter vor. Und die Panzer und rücken die mit Fahrt vor. Die Fahrt kann losgehen! Los! Es kann losgehen! Zu Befehl! Sturm! Wie lautet der Befehl? Wir stehen unter Feuer. Da vorn ist irgendwas. Bitte? Also los geht's. So, Fahrzeug ziehen wir alles sich. Fix mal mit nach. Wunderbar. Oh. Bitte? Hilfe! Los jetzt! Bewegung! Geht wieder in den Wald, Leute. Na, einen Hilfe! Haben wir verloren. Verdammte Axt. Riecht er den noch so kaputt? Werden beschossen! Ja, nehmen wir die Stuka mit. Unter Beschuss! So. Befehl? Wie lautet der Befehl? Machen wir kurz einen Prozess. Okay, da vorne sind die Flugzeuge, Leute. Befehl? Dann würde ich sagen, los! Fahren wir direkt mal los. Holen uns die. Hier, Herr Kommandant, bitte. Die Infanterie rückt Bewegung! Mit vor. Bin getroffen! Alarm! Bald Alarm! Ist ein neuer Befehl fertig. Und Schuss! Fahrzeug meldet sich. Der Tod soll euch holen! Sie haben mich getroffen. Ich muss auf der Hut sein. Motor an. Angriff! Wir befinden uns unter Beschuss. Angriff! Ah, das haben wir nicht geschafft. Verdammt. Na gut. Bin getroffen! Okay, also schicken wir die Infanterie noch mit rein.
Bald ist ein neuer Befehl fällig. Der ist da vorn. Wir werden angegriffen. So, dann rollt mal mit der Infanterie auf, Leute. Zu Befehl. Los, los, los. Unter Beschuss. Werden beschossen. Da war noch ein Panzer. Geht nicht. Befehl. Sturm. Ja, da bitte. Sind unsere Infanteristen. Los, Bewegung! Ja, Drohnen bestellt! Sturm! Wir werden abgeschossen! Alles los geht's! So, die Panzerbüchsen wirken auch mal mit. Infanterie ist schon besiegt. Bin getroffen! Hier oben sind noch welche. Kümmern sich um die Schützen schon. Ich warte auf Anweisung. Macht sie fertig! Los jetzt! Okay. Sturm! Da vorne sind auch noch Truppen. Wie geht's weiter? Wie lautet die Aufgabe, Kommandant? Wie geht's weiter? Wer braucht meine Hilfe? Lasst mich durch! Ich bin Arzt! Hier, könnt ihr das Geschütz hier einnehmen? Ja, könnt ihr. Und Schuss! Dann macht mal den Flieger mit platt. Okay, schießen die? Ich bin jetzt nicht sicher, auf was die da geschossen haben. Vielleicht bei der Flugzeug. So, schauen wir nochmal. Ja. Okay, besetzt den feindlichen Flugplatz. Wir müssen ja einfach nur alles zerstören. Wie lautet die Aufgabe, Kommandant? Und Schuss! Wer braucht meine Hilfe? Man schießt auf uns! Sturm! Bitte? Reifmann! Meine Männer sind ausgezeichnete Soldaten. Fehl im Visier! Gratuliere, Leutnant! Gute Arbeit! Ich danke Ihnen, Herr General. Setzen Sie nun Ihren Weg in Richtung Norden fort. Und bringen Sie den Bahnhof unter Ihre Kontrolle. Zu Befehl, Herr Oberstleutnant. Beeilen Sie sich. Die Polen haben bereits Verstärkung angefordert. Rechnen Sie also mit starkem Widerstand. Verstehe, Herr General Guderian. Okay, das war schon die erste Mission. Mein Gott, ich musste mich jetzt auch erstmal echt an die Steuerung gewöhnen und wie auch die Distanzen sind, auf denen das Spiel hier gespielt wird. Wahnsinn. War ein bisschen, ich sag mal, anfängerhaft die erste Mission gespielt jetzt hier. Aber wir haben es trotzdem geschafft und wir haben nur 2 Mann verloren. Ja, dann schauen wir uns mal die nächste Mission noch an. Wir sehen jetzt hier Hauptziel. Es gibt auch ein Geheimziel in jeder Mission. Okay, interessant. Und jetzt können wir uns hier nochmal die genaue Aufschlüsselung angucken, was man verloren hat. Okay, Ergebnis ist aber exzellent. Gut, machen wir mal weiter. Wir sehen hier nur eine Karte von Polen und wie wir hier einen Bahnhof einnehmen sollen wahrscheinlich, haben sie ja eben schon gesagt. Okay. Diesmal haben wir. Ich warte auf Anweisungen. Auch ein Geschütz zur Verfügung. Und wir haben einen Munitions-LKW für eben dieses Geschütz. Okay. Wir müssen durch dieses Dorf durch und dann hier den Bahnhof einnehmen. Ja. Wir haben einen Bomber, 3 Jagdbomber und 2 Aufklärer zur Verfügung. Alles klar. Dann würde ich sagen. Ein neuer Befehl ist fällig. Fahren wir erstmal mit dem Spähwagen vor. Wie lautet die Aufgabe, Kommandant? Ich warte auf Anweisungen. Wie lautet der Befehl? So. Und dieselbe Infanterie wie eben. Man schießt auf uns! Ah, da kommen auch schon direkt Feinde. Worauf warten wir? Wir werden angegriffen! Wir werden angegriffen! Da ist auch ein Panzer. Sehe ich jetzt wir gerade. Befinden uns unter Beschuss.
Das macht erstmal die Infanterie fertig. Alles klar. Ich warte auf Anweisungen. Unter Beschuss! Aber wir haben jetzt zwei Panzer. Die werden ja wohl mit ihm fertig werden. Und wir können ja auch wir das Geschütz angegriffen. Schon mal abladen. Wir befinden uns unter Beschuss. Alles okay. Bitte? So. Befehl? Bin getroffen! Könnt ihr schon auf ihn schießen? Ja, könnt ihr. Werden beschossen! Schwerer Treffer, Leute. Werden beschossen! Ja, der ist hinüber. Ja. Los, weiter. Fahrzeug meldet sich. Die Explosionen sehen auch wirklich cool aus. Ich warte auf Anweisungen. Muss man echt mal sagen. Ja. Also, los geht's. Die Grafik ist echt nicht schlecht. Selbst fast 20 Jahre nach Release. Okay, da sind wir jetzt schon fast an der Ortschaft. Fahrzeug meldet sich. Fahren wir weiter. Alles läuft nach Plan. Schon unterwegs. Schon unterwegs. So, und da haben wir schon die Ausläufer des, der Ortschaft erreicht. Fahrzeug meldet sich. Reparatur-LKW, den können wir schon mal ranholen. Und... Moment mal. Hier, Herr Kommandant. Werden beschossen. Ich warte auf Anweisungen. Von wo? Schon unterwegs. Gehen wir ein Stück zurückfahren. Werden beschossen. Alles klar, da hinten scheint irgendwie Geschütze zu sein, Befehl? Oder was? Los! Ja? Also, los geht's. Unter Beschuss. Wie lautet die Aufgabe, Kommandant? Wollen wir mal die Infanterie nach. Werden beschossen. Vorwärts in Richtung Zielpunkt. Zurück. Holen wir einfach mal den Aufklärer ran. Wir befinden uns unter Beschuss. Die treffen aber immer noch. Also, das gibt's doch nicht. Was ist denn das für ein Geschütz, Leute? Fahrzeug meldet sich. So, jetzt scheinen sie aber nichts mehr machen zu können. Da sehen wir nur einen Panzer. Befehl? Na komm, zeig's mir nochmal. So, den reparieren wir jetzt hier auch nochmal. Na Jung, wo fliegst du denn rum? Hier hinten brauchen wir dich. Okay, so richtig sehen tun wir das nicht. Dann würde ich sagen, rücken wir jetzt einfach mal vor, beziehungsweise können uns hier auch ein bisschen Artillerie leisten hier. Vorwärts, so. Kameraden! Bodenziel angreifen. Dort geht's. Klar. Das mit Linksklick arbeiten, muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Feind in Sicht. In Deckung. Bin getroffen. So, und da werden wir jetzt mal nicht lang fackeln. Die haben uns im Visier. Ich warte auf Anweisungen. Meine Männer sind aufgespannt. Jetzt mal weiter vorrücken. Fahrzeug meldet den sich. Haben wir aufgeräumt. Fahrzeug meldet sich. Wir befinden uns unter Beschuss. Hier, Herr Kommandant. Und es regnet. Wir befinden uns unter Beschuss. Das Haus hier rechts ist besetzt. Befehl. Vorwärts, da kommen noch mehr Panzer. Die machen wir mit den Stukas jetzt einfach Platz, sonst kriegen wir das eh nicht hin. So. Ja, ja. Fahrzeug meldet sich. Unter Beschuss. Also, los geht's. Das Haus, mit dem ist es jetzt auch gleich vorbei. Los! Weiter vorrücken. Den Panzern geht es soweit noch okay. Ich warte auf Anweisungen. Holen wir die Artillerie ein Stück ich weiter warte auf Anweisungen. Vorne. Bewegung! Unter Beschuss! Ich weiß nicht, wir können ihn hier oben schon mal reparieren. Der kriegt schon wieder von irgendwo was. Nun, wir befinden uns unter Beschuss. Wer ist da vorne? Da ist das Geschütz. Bitte, unter Beschuss!
Jetzt haben wir gleich die Besatzung da rausgeschossen. Alles klar. Wie lautet die Aufgabe, jetzt sollte es dem Fahrzeug nichts mehr passieren. Gut. Ich bin bereit. Dann würde ich sagen, wo sind die Verwundeten? Schicken wir mal die Infanterie weiter. Und jetzt habt ihr auch gerade gesehen, wir haben hier ein dynamisches Wettersystem. Mal regnet es, dann wird die Sicht schlechter, dann ist wieder Sonnenschein. Wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ich bin bereit. Da kommt so ein leichter polnischer Panzer durch, der uns aber nichts tut. Eher ungefährlich das Ganze. Du gehst weiter wieder zurück. Was denn? Also, los geht's. Gehen wir jetzt mal vor. Wir können ja noch einen polnischen Panzer kapern. Auf was schießt ihr? Wir stehen unter Feuer. Das ist Infanterie. Ja? Auf See! Okay, leichtes Spiel, ist nichts passiert. Haben wir die Möglichkeit, den Fahrer hier raus zu... Nee, geht leider nicht. Wie lautet die Aufgabe? Das wäre schön gewesen. Aber einen Munitions-LKW haben wir noch. Den habe ich jetzt fast vergessen. Wie lautet die Aufgabe, Kommandant? Und das ist der Schlepper für das Geschütz. Den nehmen wir auch mal mit. Wie lautet die Aufgabe, Kommandant? So. Okay, weiter geht's im Text. Also los geht's. Ihr geht mal nach rechts. Zu Befehl. Und ja, ich würde gerne den Panzer mitnehmen, aber wir haben nicht genug Männer. Wir brauchen die Infanterie. Vorwärts, Kameraden. Bewegung. So, hier ist alles ruhig. Dann könnt ihr auch vorrücken. Wie geht's weiter? Ja, Herr Leutnant, hier steht ein leerer Panzer. Ja. Aber was tun? Alles läuft nach Plan. Ach, das ist Hans. Bald ist ein neuer Befehl fällig. Hans von Gröbel, den können wir hier rauslassen. Schade, dass wir hier die Fahrer nicht aus den Fahrzeugen nehmen können. Okay. Aber es geht tatsächlich nicht. Okay. Na gut. Ja? Wie lautet die Aufgabe, Kommandant? So, das Geschütz haben wir auch wieder aufmunitioniert. Ja, rücken wir einfach ein bisschen weiter vor mit dem Geschütz. Ja, und Bewegung! Hier gucken wir auch, was hier noch kommt. Vorwärts geht's! Oh, was passiert jetzt? Ein deutsches Flugzeug ist abgestürzt. Das wird hier oben sein. Den sollen wir wahrscheinlich retten. Es wird wahrscheinlich das unauffällige Geheimziel sein. Was denn? Wie lautet der Befehl? Ich bin bereit. Und nun? Tja, Leute, dann schicken wir... Was schicken wir denn dann dahin? Wir haben doch nicht viel. Ja. Schicken wir den Panzer 1 schon und den Panzer 2. Dann haben wir ein Fahrzeug gegen Infanterie und eins gegen gepanzerte Ziele. Und der Vorstoß hier, der muss dann halt mal ein bisschen halten. Fahrzeug meldet sich. Ich warte auf und Anweisung. Dann gehen die Männer ja auch noch mit, um sicher zu gehen. Ja. Dann retten wir mal den Piloten, los, Leute. Bewegung! Zu Befehl! Los jetzt! Ja, Aufgabe klar. So, hier gibt's keine Verteidiger. Ne, das kann nicht sein. Ich habe doch gerade was gehört. Wie lautet die Aufgabe, Kommandant? Und nun? Los! Wir werden angegriffen. Aber von wo? Hier, Herr Kommandant. Ach, da. Und nun? Wie lautet der Befehl? Bewegung! Oh, das sind noch mehr. Los, Bewegung! Läuft zurück, Männer. Vorwärts! Fahrzeug meldet sich. Vorwärts in Richtung Zielpunkt. Ja, bitte. Wir brauchen einen Arzt. Ja. Vorwärts in Richtung Zielpunkt. So, du kümmerst dich schon unterwegs. Hier unten. Vorwärts, Kameraden. Wir brauchen einen Arzt.
Was denn? Okay, wir müssen die Sunnies hier hinholen. Hilfe! Die sind. Wer ist verletzt? Ja, bitte. Und los! Vorwärts geht's! Also, los geht's! Los! Hier, ach, da sind auch welche drin, Leute. Los! Ach, verdammte Axt. Vorwärts geht's! Vorwärts! Ja? Feuer frei! Wie lautet die Aufgabe, Kommandant? Bewegung! Wer braucht meine Hilfe? Ja? Los! Bewegung! Los, helft den Männern. Wo sind die Verwundeten? Okay, wir haben hier leider auch nichts, was wir noch zusätzlich schicken könnten. Wie lautet die Aufgabe, Kommandant? Ich weiß nicht, ob der Feind hier plötzlich irgendwas macht und angreift. Ja, die Bomber werden wir bestimmt noch brauchen. Hier oben wird bestimmt noch mal eine Menge Verteidigung kommen. Bitte? Okay, unsere Männer sind versorgt. Zu Befehl! Können wir mit Granaten das Haus noch bewerfen? Die haben mich getroffen! Oh Gott, ich wurde getroffen! Alles okay. Los, okay, Bewegung! Machen da so nichts. Die wollen in das Haus rein und kämpfen. Feuer frei! Hier, Herr Kommandant. So, jetzt ist hier aber Feierabend. Bitte? Das Haus ist eingestürzt. Wie lautet die Aufgabe, Kommandant? Wir können weiter vorrücken. Los, Bewegung! Und los! So, da oben hin. Wo und die Sunnies kommen dann jetzt mit. Es kommt gleich Hilfe! Feind in Sicht! In Deckung! Wir werden angegriffen! Boah, da ist ein Panzer. Wir befinden uns unter Beschuss. So, dann machen wir jetzt mal kurz einen Prozess mit. Ich bin bereit. Befehl! Die haben uns im Visier! Sturm! Aufgabe klar! Also, los geht's! Und nun? Ja. So, okay. Jetzt haben wir unsere Jagdbombe aufgebraucht. Das war bestimmt nicht gut, aber wir müssen da hinten einen Kameraden retten. Schon unterwegs! Da kann man sowas auch einfach mal ausgeben. Was haben wir hier hinten noch auf uns zukommen? Okay. Schon unterwegs. Oh, was passiert denn jetzt noch? Zukommt. Da kommt Verstärkung, Leute. Okay, ich nehme an, das war das Zeichen, sich zu sputen. Vorwärts, Kameraden! Wie lautet die Aufgabe, Kommandant? So, und wie ziehen wir den jetzt da aus dem Wasser? Wie lautet die Aufgabe, Hilfe, Kommandant? Hilfe! Ziehen Sie mich hier raus! Ich stecke hier fest! Bitte helfen Sie mir doch! Was denn? Ah, Leute, unsere Soldaten vorwärts geht's. Können Boote Befehl, benutzen. Herr Kommandant. Ah, das habe ich ja auch total vergessen. Kann losgehen. Sehr coole Mechanik. So. Aufgabe klar. Wir haben den Piloten gerettet. Los, Bewegung. Und dann können wir uns jetzt zu unseren Truppen zurückbewegen. Hier, Herr Kommandant. Okay. Die Fahrt kann losgehen. So, verlassen. Was genau. Denn? Also, los geht's. Und dann haben wir dieses Missionsziel erfüllt. Also, ich würde sagen, los wir geht's. Bewegen uns auch genauso zurück, wie wir gekommen sind, bevor wir auch noch mehr polnische Truppen treffen und die uns hier das Leben schwer machen. Was ist passiert?
Aufgabe klar. Na, wo rennt ihr denn hin? Okay. Was ist passiert? Es kommt gleich Hilfe. Hier, Herr Kommandant. Und vorwärts weiter. In Richtung Zielpunkt. Vorwärts in Richtung Zielpunkt. Okay, den Zug so können wir nicht sehen. Der scheint vielleicht auch schon wieder abgefahren zu sein. Vorwärts, Kameraden! Aufgabe klar! Aber jetzt sind wir gleich wieder an unserem Ausgangspunkt. Ja, bitte? Vorwärts, Kameraden! Er ist verletzt. Haltet noch einen Moment durch! So, du... Fahrzeug meldet sich. Aufgabe hier. Klar! Los, Bewegung! Du fährst... Also, los geht's! Okay, und da sind wir ich wieder. Ich warte auf Anweisungen. Du gehst ein Stück weiter vor. Wie lautet der Befehl? Wir fahren ein Stück weiter vorwärts vor. In Richtung Zielpunkt. Okay. Ja. Wie lautet der Befehl? Hey Leute, ja, wunderbar. Kommandant. Dann rücken wir mal los, weiter vor. Bewegung. Infanterie zuerst. Ich bin bereit. Bewegung! Vorwärts geht's! Wir werden angegriffen. Aus der Kirche was heraus. Denn? Oben im Kirchturm haben wir jemanden. Oder zwei. So, das haben wir aber ja? schon Wie erledigt. Wie lautet die Aufgabe, Kommandant? Dann Bewegung! Weiter vor. Zu Befehl. Los jetzt! Da vorn ist irgendwas. Okay. Und nun? Mein Arztkoffer steht schon bereit. Also, los geht's! Worauf warten wir? Fahrzeuge nachziehen. Okay. Wie lautet die Aufgabe, Kommandant? Befehl? Vorwärts in Richtung Zielpunkt! Hier, Herr Kommandant. Vorwärts in Richtung Zielpunkt! Die Fahrt kann losgehen. Ja, schon unterwegs. Ich warte auf Anweisung. Vorwärts in Richtung Zielpunkt! Vorwärts, Kameraden! So, ziehen wir alles nach. Wie lautet die Aufgabe, Kommandant? Schon weiter. Hier ist erstmal Ruhe. Was denn? Und los! Die haben uns im Visier! Und da haben wir los. Geschütz, Leute. Das sollten wir Bewegung. Auch tunlichst schnell loswerden. Bald ist ein neuer Befehl fällig. Die haben mich getroffen! Oh Gott, ich wurde getroffen! Die haben uns im Visier! Sanitäter, hierher! Bewegung! So, Leute, nah ran. Vorwärts, Kameraden! Wir stehen unter Feuer! Wir brauchen einen Arzt! Was denn? Los, Bewegung! Wir werden angegriffen! Okay, da oben haben wir noch mehr stehen. Worauf warten wir? Wir müssen ja, weiter ran, näher ran. Wir brauchen einen Arzt! Vorwärts geht's! Los, Bewegung! So, was ich mich jetzt frage ist, warum setzen die Granaten nicht ein? Die haben uns im Visier! Vorwärts! Wir haben zu wenig Munition! Die haben uns im Visier! Vorwärts, Kameraden! Gut, zieht euch zurück. Da vorne sind noch deutlich mehr hier, Herr Kommandant. Panzer ran. Also, los geht's. Dann müssen wir okay. also schnell zuschlagen los. Jetzt. Es kann losgehen. Also, los geht's. Wer ist da vorne? Die haben mich getroffen. Oh Gott, ich wurde getroffen. Der Weg ist blockiert. Ja? Den Feind aufhalten. Bin getroffen. Sicher? Bitte? Attacke! Wir werden angegriffen. In Sicht. In Deckung. Ja, Panzer haben sie leider verfehlt. Wie lautet der Befehl? Sie haben mich getroffen. Meine Männer sind ausgezeichnete Soldaten. So. Okay. Dann los. Mach diesen Panzer mal hinüber. Die haben wir besiegt. Wir befinden uns unter Beschuss. Wer ist da vorne? Bitte? So, von was bist du geschossen hier?
zieh mich erstmal zurück, du musst repariert werden. Was denn? Los jetzt! Wo ist der Reparatur? Fahrzeug meldet LKW sich. Da. Verstanden. Und Munition brauchst du auch. Bitte? Man schießt auf uns! Die haben uns im Visier. Ah, das waren auch Panzerbüchsenschützen. Alles klar. Wie lautet der Befehl? Was denn? Und nun? Aufgabe klar! Also los geht's! Und dann schauen wir hier schon mal, was hier los ist. Wie lautet die Aufgabe, Kommandant? Wir werden angegriffen! Es kann losgehen. Unter Beschuss! Werden beschossen! So, den haben wir repariert. Munition ist auch erstmal da. Panzerung ist wieder hergestellt. Wie lautet die Aufgabe, Kommandant? Dann rückst du jetzt schon auch noch unterwegs. Vor. Werden beschossen. Die Fahrt kann losgehen. So, wie sieht das hier mit dem Geschütz aus? Du kannst nicht so weit schießen. Verdammt, dann rück mal weiter vor. Fahrzeug meldet sich. Los, Bewegung. Wir werden angegriffen. Okay, du gehst den Panzer jetzt von hinten an. Feuer! Aber das kriegen wir hin. Wir befinden uns unter Beschuss. Werden beschossen. Bin getroffen. So, Infanterie haben wir auch schnell ausgelöscht und damit haben wir diese Mission auch schon erledigt. Wir haben uns eine neue Medaille verdient, wird uns jetzt gerade gesagt. Okay, interessant. Wir haben ein geheimes Missionsziel erledigt. Das war den Piloten retten. Optionale Missionsziele hatten wir nicht. Also haben wir diese Mission komplett abgeschlossen und es damit 190 Prestige verdient. Sehr schön. Jetzt ist die Frage, was machen wir denn eigentlich mit diesem Prestige? Ich weiß gar nicht, ob da die Einheiten mit aufsteigen. Ja, okay, machen wir einfach mal weiter. 6. September 1939. Gestern habe ich mit meiner Einheit die Feuertaufe gefeiert. Es ist seltsam. Das Gefühl des Sieges weicht schon jetzt einer stumpfen Routine. Alles, aber auch wirklich alles, scheint so einfach zu sein in diesem Krieg. Unser siegestrunkenes Gefühl konnte nicht einmal dadurch getrübt werden, dass einige meiner Männer gefallen sind. Fast einen ganzen Tag lang konnten wir auf polnisches Gebiet vorrücken, ohne auch nur auf den geringsten Widerstand zu stoßen. Unser Befehl führt uns nach... Die letzte Nacht haben wir uns in einem kleinen, versteckten Dorf einquartiert, wo uns die Leute mit gemischten Gefühlen aus Angst und Neugierde beäugt haben. Ich hatte meine Unterkunft im Hause eines alten Bauern. Herzlich war der Empfang nicht gerade. Die Stimmung löste sich erst, als Günther, unser Sanitäter, der Kuh des Bauern beim Kalben half. Merkwürdigerweise bekamen die Ferse gleich zwei gesunde Kälber. Woraufhin innerhalb von Sekunden ein Weinfass zum Vorschein kam, über das wir uns sofort gemeinsam hergemacht haben. Das war eine Freude. Ja, und jetzt hat man es nochmal genau gehört. Diese Tagebücher sind auch wirklich schön vertont und vorgelesen. Ja, wirklich sehr, sehr toll gemacht. Das finde ich wirklich, wirklich schön. Und die nächste Mission ist die Belagerung von Königsberg. Aber nicht das Königsberg, das scheint, ist ja auch etwas anders geschrieben. Nach unseren Geheimdienstinformationen versteckt sich ein einflussreicher feindlicher Offizier in Königsberg, der die erfolgreiche Einnahme der Stadt gefährdet. Wie wir aus verlässlicher Quelle erfahren haben, befindet sich der Kommandoposten des Offiziers im Keller eines alten Herrenhauses im Nordosten der Stadt. Finden Sie den Offizier und nehmen Sie ihn in Haft. 7. September 39, Wehrmacht Oberkommando. Primärziel, verhaften Sie den Offizier, der für die Verteidigung von Königsberg verantwortlich ist. Okay. Und jetzt, jetzt sehen wir es hier. Jetzt sind wir das erste Mal im Hauptquartier und können jetzt hier aus dem Fuhrpark noch zugreifen und weitere Einheiten zu kaufen. Das habe ich jetzt gerade schon getan mit dem Panzer 2. Den kann ich aber auch wieder verkaufen. Geht für dieselben Kosten weg. Okay, jetzt kann man hier gucken, was brauchen wir denn noch? Und da wir uns jetzt in der Stadt befinden, ist Infanterie hier wirklich eine, ja, wirklich wichtige Sache. Ich würde sagen, nehmen wir uns nochmal Gewehrschützen mit.
Und MP-Schützen. Ja. Was kosten die? 60. Wie viel haben wir denn überhaupt? Wir haben jetzt noch 180. Okay. Dann haben wir zweimal MG-Schützen, Sanitäter, Panzerjäger und wir können uns noch ein Panzerfahrzeug leisten oder Artillerie. Wir nehmen mal noch einen Panzer 2 mit. Ja, dann haben wir noch 39 Prestige. Da können wir uns jetzt aber, wir können uns eine Pack 36 holen. Die kann ja mit dem Krupp abgeschleppt werden, nehme ich jetzt mal an. Nehmen wir die auch nochmal mit. Okay, und jetzt ist unsere Einheitenliste schon etwas größer. Insgesamt können wir 25 Einheiten befehligen. Wir haben offensichtlich jetzt 15. Ja, 15 Einheiten sind's. Okay, ja, dann schauen wir uns den Anfang der nächsten Mission mal auch nochmal an. So, und da sind wir, Leute. Wunderbar, wir sehen hier jetzt schon einige Stellungen. Und das Haus, welches wir einnehmen sollen, ist hier. Das ist auch gekennzeichnet, das scheint ein Hauptquartier zu sein. Ja, und wir haben jetzt hier alle unsere Einheiten. Deutlich mehr Infanterie, noch eine Pack, die aber tatsächlich nicht bemannt ist. Das ist ja auch interessant. Jetzt müssen wir echt noch eine Infanteriegruppe dafür einsetzen. Ja, interessant. Okay, gut Leute, aber das soll es für das kleine angespielt hier auch gewesen sein. Wir haben uns die ersten beiden Missionen angeguckt und stehen jetzt hier am Start der dritten Mission. Und ja, Leute, um die Frage zu beantworten, Oldbald Gold, kann man das noch spielen? Ihr habt es gesehen, auf jeden Fall und ich kann es jedem nur empfehlen. Die Missionen sind wirklich abwechslungsreich. Es gibt immer wieder irgendwelche Cutscenes, Zwischensequenzen, die weitere Missionsziele einleiten oder irgendwelche unvorhergesehenen Sachen in der Mission selbst beginnen. Die Kämpfe ja, sind sehr, sehr taktisch, wo man seine Einheiten ich wieder mit Sanität, Munition und mit Reparaturen versorgen muss. Und der Feind agiert auch nicht gerade doof. Ihr habt es gesehen, der nutzt clever seine Artillerie ein und greift auch an, so dass man selbst in Bedrängnis kommt. Und ja, die Grafik, Leute, überlegt mal, wie alt dieses Spiel ist. Und die Grafik sieht immer noch ganz gut aus. Ja, ich glaube, da gibt es nichts dran zu meckern dafür, dass das Spiel jetzt fast 20 Jahre alt ist. Wirklich ganz, ganz, ganz fantastisch. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Oldbug Gold gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Und ja, eins möchte ich an dieser Stelle erst noch erwähnen. Die nächste Oldbug Gold Folge kommt bei 1300 Abonnenten. Ich muss einfach tatsächlich ein bisschen Luft zwischen den Folgen haben. Ansonsten tue ich mich echt schwer, das immer einigermaßen pünktlich zu veröffentlichen. Ja, und da das in der letzten Zeit wirklich extrem schnell ging, möchte ich da jetzt einfach mal darauf hinweisen, dass die nächste Folge dann ab 1300 Abonnenten kommt. Also nicht nach 100, sondern nach 200 neuen Abonnenten. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, bleibt gesund und wir sehen uns zum nächsten Video oder in einem Let's Play. Und ja, bis dahin bleibt gesund, euer Sammy. Ciao!